So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD, auf der Wii U, bei mir in meinem Zimmer. Also ihr sitzt da nicht, aber ich sitze hier. Ja, ja. Im letzten Part, was haben wir gemacht? Im letzten Part haben wir den Zeitschrein abgeschlossen. Wir haben Amogoma besiegt, eine riesige gepanzerte Spinne, die im Endeffekt gar nicht so groß war. Das haben wir dann am Ende von dem Bossfight gesehen. Aber wer das sehen will, der sollte sich den letzten Part nochmal angucken. Denn das ist wichtig. Und im letzten Part haben wir auch rausgefunden, was wir als nächstes zu tun. Da war die Zunge schneller als das Gehirn. Nee, das Gehirn schneller als die Zunge, so. Ja, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Und zwar müssen wir Ilias Erinnerung zurückfinden, weil sie hat ja ihr Gedächtnis verloren. Das wissen ja die meisten. Und wir müssen in die Wolken. Vielleicht hat das ja alles irgendwas miteinander zu tun. Wir werden sehen. Leonard! Der hat uns angeschrieben, wir sollen doch mal bitte zu ihm kommen. Hallo Lukas, ich habe auf dich gewartet. Ich habe gute Nachrichten. Wenn alles klappt, können wir Ilia ihre Erinnerungen zurückgeben. Kennst du eigentlich Jago, den Bekannten von Thelma? Er forscht nach irgendetwas in den Wolken und wollte die Steinstatue sehen. Ich habe ihn in die Katakomben des Heiligtums gelassen. Dabei hat Ilia sich daran erinnert, dass sie von der Person, die sie gerettet hat, etwas über denjenigen, über irgendeinen Stab aus den Wolken gehört hat. Mein Gott. Der Älteste der Goron sagt, es gibt einen Weg, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzugeben. Man muss die Gedächtnisfragmente zurückverfolgen und wieder zusammenfügen. Das heißt, sie muss sich nochmal entführen lassen? Wenn man die Handlung bis dorthin, wo ihr geholfen wurde, zurückverfolgt, sollte es ein Mittel geben, ihre Erinnerungen zu finden. Oha. Bevor sie in unser Dorf kam, hat sich ja Thelma um sie gekümmert. Es wäre gut, mit ihr zu reden. Und wenn du zu Thelma gehst, gib ihr bitte das hier. Ein Brief. Jaja. Weißt du, ich komme mit ihr nämlich nicht so gut aus. Jojo. Also dann, Lukas, auf in den Kampf. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht, siegesgewiss, klappert ihr Gebiss. Was? Wer hat das gesagt? Ich nicht. So. Jago! Django! Ich habe den, glaube ich, früher immer Django genannt, weil. Egal. Was für eine Überraschung. Wenn das nicht Lukas ist, wer hätte gedacht, dass wir uns an so einem Ort wie diesem treffen? Ich bin eigentlich hier, um die Legende der Kumulaner zu untersuchen, die man in Hyrule erzählt. Kumulaner? Hä? Dass du gerade jetzt auftauchst? Du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden. Die steinerne Statue. Das ist sie, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Das scheinen kumulanische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier. Diese Ilia ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnte doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendetwas mit den Worten, die das Siegel lösen, zu tun hat. Kann man denn nicht irgendetwas tun, um ihre Erinnerung zurückzubringen? Das würde wohl so manches Rätsel lösen. You don't say. Es gibt hier übrigens auch einen Glitch. Da kann man hier irgendwie durch. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Da musste man so und dann... Nee, so schon mal nicht. So... Man musste irgendwie seitlich da dran springen und dann konnte man sich da durchglitschen. Das Problem ist, man kam nicht mehr zurück. Gut, ich würde sagen... Kann ich mich hier verwandeln? Nein. Kriegt Jago Angst. Pussy. Gut, also zurück zu Thelma. Zurück zu Thelma. Mein Hals wird gerade trocken wie Sau. Das ist echt unangenehm. Wir haben noch gar nicht so lange aufgenommen, 5 Minuten. Das könnte problematisch werden. Eventuell muss ich zwischendurch mal was trinken, weil mein Hals ist gerade so verdammt trocken. Also das ist echt übel, der kratzt richtig. Naja, mal gucken, was das ist. Mal gucken. Oh, das war mein Stuhl. Nicht wundern. So, wieder zurück. Jetzt kann ich hier vor... Thelma in Schloss Hyrule. Stadt Hyrule. Nicht Schloss. Wenn Thelma im Schloss wäre, dann würde ich mir Gedanken machen. So, ich muss mal ganz kurz was zu trinken nehmen.
Stuhl, ne? Das ist diese Lehne, die immer hin und her klappt. Oh, Moment. Naja, viel gebracht hat es jetzt nicht, aber zumindest etwas. Ist schon angenehmer als vorher. Gut, schnell zum Menschen werden. Da-da-di, da-da-da, da-da-da. Ach übrigens, die Leute, die jetzt hier zugucken und sich fragen, ey, wann geht eigentlich Metroid Prime 2 weiter? Ich muss mich erstmal wieder in die Story einfuchsen. Wo wir sind, was wir da machen, wieso wir das machen. Ich werde die letzten, ich denke mal 10 Parts, werde ich wahrscheinlich nochmal neu angucken. Werde ich eventuell sogar heute in der Nachtschicht schon mal anfangen, wenn ich Pause habe. Habe ja eh nichts zu tun in den Pausen. Sitze ich meistens nur draußen und rauche eine. Und da kann ich mal meine Parts gucken, schön mit Kopfhörern, passt das schon. Ich werde es sehen und dann werde ich auch langsam, aber sicher wieder definitiv Twilight Princess zocken. Metroid zocken. Ich hoffe, das freut euch. Ich habe übrigens das Problem gelöst mit der Festplatte. Ich habe eine neue Festplatte gekauft, diesmal eine SSD. Naja, die HDD war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Wii U konnte die nicht richtig auslesen. Aber die HDD an sich ist in Ordnung. Naja, jetzt sitze ich hier und habe noch eine 1 TB HDD, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. So, Thelma, wir haben da was für dich. Wow, der ist ja von Leonard. Aber steht da etwa gar nichts über mich? Ah, was soll's. Hauptsache, ich weiß jetzt, was Sache ist. Also gut, Ilya braucht unsere Hilfe. Aber so viel weiß ich auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der Ilya ursprünglich hierher gebracht hat. Vielleicht weiß er ja etwas. Allerdings, naja, er ist ein wenig schwierig. Am besten du zeigst ihm das hier. Ein magisches Papier, das schwierige Menschen gesprächig macht. Du erhältst eine Rechnung. Oh oh. Der Arzt in Hyrule-Stadt hat wohl eine ganze Weile lang anschreiben lassen. Die Summe ist astronomisch. Lege sie auf Y, X oder R, um sie dem Empfänger zu zeigen. Oh, da wird er sich freuen. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Lukas? Ja, wäre deutlich besser. So, der Arzt. Ich habe beim ersten Mal durchspielen so ewig lange gesucht, bis ich gefunden habe, wo der ist. Aber naja. Ich weiß ja jetzt glücklicherweise, wo er ist. Wir haben auch die Rechnung schon ausgestattet auf Y. Das wird nicht lange dauern. Oh. Theoretisch gesehen könnte ich auch mal ganz kurz hier bei Giovanni reingucken. Weil wir haben ja schon einige der Geisterseelen gesammelt. Er dürfte zumindest nicht mehr im festen Zustand da sitzen. Aber ich glaube, wir waren schon mal bei ihm wieder zwischendurch, ne? Ja, waren wir. Verdammt. So wie ich jetzt aussehe, kann ich meiner Freundin noch nicht unter die Augen treten. Ich bitte dich, mein Freund, du musst mir unbedingt noch 15 Geister erledigen. Das sind noch 2 in... Ja, natürlich, das macht Sinn. Da sind noch 2 in Schloss Hyrule. Oh, das wird so übel, die zu suchen. Ich glaube, das werde ich sogar offscreen machen und werde dann einfach, wenn ich sie gefunden habe, werde ich wieder dazu schalten. Anders macht das, glaube ich, keinen Sinn. So, kleine Kätzchen, voll niedlich. Laufen uns hinterher. Ah, ich hätte auch gerne eine Katze. Aber um die müsste mir... Ah, das ist immer problematisch mit Schicht. Das ist ein bisschen doof. Gut, immer noch besser als ein Hund. Weil ein Hund würde bei mir nicht glücklich werden. Und das meine ich halt wegen den Schichten, weil ich wäre nachts weg, ich wäre tagsüber weg, ich wäre morgens weg. Und das ist doof. Das ist für einen Hund nicht gut. Meine Eltern, die sind ja LKW-Fahrer, die sind gar nicht da. Hallo! Was? Was zum... Ist das nicht der kleine Held, der den Sora-Jungen gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was führt dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, diese kleine Ilya, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Pedo! Wenn ich dich untersuchen soll, das kostet eine Kleinigkeit, klar? Nein, Probleme mit Geld habe ich keine. Schließlich bin ich eine Kyrophäe. Kyrophäe. So. Die Patienten kommen von überall zu mir.
Wenn du mir nur meine Zeit stehlen willst, dann mach, dass du fortkommst. Und die Kleine, die hat wirklich nichts von mir erzählt? Pedo! Okay, dann machen wir ihn mal etwas gesprächiger. Oh. Warte doch noch ein wenig, ich zahle ja. Fast hatte ich das Geld schon beisammen. Hätte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Aber dann habe ich Medizin über der Schnitzerei verschüttet und dann hat sie so gestunken. Natürlich habe ich sofort zum Trocknen nach draußen gestellt, aber dann hat sie mir irgendwer gestohlen. Unglaublich, nicht wahr? Die Leute stehen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Jedenfalls ist hier keine Schnitzerei, das Geld habe ich auch keins. Also kann ich dir auch nicht zurückgeben. Also gut, arbeiten. So schnell kann man sich aus der Affäre ziehen, ne? Ist klar. Aber es gibt einen Trick. Und zwar schieben wir erstmal hier die Kiste weg. Es stinkt. Es stinkt wirklich. Und da der Alte jetzt beschäftigt ist, können wir hier ganz einfach zum Wolf werden und ein bisschen schnüffeln. Geruch von Fisch vergessen und neuen Geruch merken. Ja. Geruch von Medizin gewittert. Medizin. Aufsteigen. Hier auch hoch. Latata. Kann ich die kaputt machen? Das stört den Arzt gar nicht. Alle anderen reagieren sofort. Oh, was war das? Aber die nicht. Der nicht. So, spür. Ja, runter. Okay. Alle haben wieder Angst vor uns. Was ich irgendwie so dämlich finde, ne? Wieso haben die Angst vor uns? Ist ein großer Hund, wenn du so willst. Was er kann, dass es ein Wolf ist, oder? Ich meine, es gibt auch Wolfs-Husky. Die sehen aus wie ein Wolf, sind aber Hunde. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung davon. Gut. Was ist denn hier los? Die Katze war's. So ist da etwa dieses Ding, das Ilya bei sich hatte? Wie hast du nur herausbekommen, dass ich es dem Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Aber dann waren da Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sag dir, wenn solche Gerippe hinter der Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine da in etwas Großes reingeraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors und dummerweise kommen sie nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem sind sie immer im Rudel unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Okay. Na gut, das war's. Irgendwie hat gerade der Controller nicht reagiert, oder das Spiel, besser gesagt. Cool. Dann holen wir uns mal diese Knochenhunde. Gut, dass Knochenhunde sind. Ich glaube, Link mag als Wolf Knochen auch ein bisschen anknabbern. Wir werden sehen. So, wo sind sie? Hier kommen sie raus, das weiß ich. Da sind sie. Also. Und ab geht's. All of a kind. Du findest die Schnitzerei wieder, eine seltsame Statue, die ursprünglich Ilya gehörte. Da ist das schicke Auge drauf. Sie könnte der Schlüssel zu Ilias Gedächtnis sein. Lege sie auf Y, X oder R, um sie zu verwenden. Nö. Oh, ein gelber Rubin. Oh, Geld. Ganz viel Geld. Das ging Fuck. 10 Rubine liegen lassen. Nein! Das ging jetzt gerade tatsächlich erstaunlich gut. Ich glaube, hier brauchen wir... Nicht runterfallen. Hier brauchen wir, glaube ich, den Doppelgreifhaken. Oh nein, ich habe gespoilert. So. Wollen wir uns mal schnell warpen. Ich finde das übrigens so witzig, dass es warpen heißt. Ne? Wenn man nicht weiß, dass es aus dem Englischen kommt. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die können kein Englisch. Ne? Und die sagen dann tatsächlich warpen. Das ist dann immer so ein bisschen kurios. So, Kakariko, da wollen wir wieder hin. Also mein Vater zum Beispiel, der kann kein Englisch. Also er kann ein paar Wörter, weiß er, ja. Aber er kann einfach kein Englisch. Aber das liegt daran, er kommt aus der DDR. Also der kann Russisch. Beziehungsweise können wirklich auch nicht. Er kann Russisch lesen. Ja. Aber Russisch sprechen ist nicht so sein Fall, hat er gesagt. Er ist auch damals wohl mit einer 5 durch... mit 4 oder so bei Russisch durchgekommen. Mit ganz viel Glück.
Aber so ist es halt, ne? Mein Vater hatte halt Russisch statt Englisch. Ich hatte halt Englisch. Meine Mutter hatte Englisch. Und mein Englisch ist um Gottes Willen nicht perfekt. Alles andere, aber nicht perfekt. So, die Schnitzerei. Die brauchen wir mal kurz. Legen wir auf Y. Hallo. Jetzt pass auf. Jetzt geht's los. Was ist das? Ich war irgendwo eingesperrt und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich, aber diese Person ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Hyrule gedient hat. Sie diente dem König im Verborgenen, deshalb lebten sie auch zurückgezogen am geheimen Ort, aber das Volk wurde vernichtet. Oh, das ist... Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Eldin an dem Weg, der nach Arnel führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg. Ja, man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Fuck. Mach dir trotzdem keine Sorgen. Gerade in Zeiten wie diese sind Figuren immer bereit zu helfen. Krogor! Yeah. Bums. Unser Oberhaupt Krogor ist schon vorausgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf der Karte nach. Gehen wir also zu dem Weg hinter der Brücke von Eldin, der nach Arnel führt. Ich weiß aber, wo es ist. Guckst du traurig. Das ist voll fies. Gut. Also wenn ich den Part jetzt beende, sind wir ein bisschen... Wie soll ich sagen? Dann ist dieser Part ein bisschen kurz, ne? So ungefähr 19, 18 Minuten. Das ist... Na. Nicht so gut. So, aber wir wollen auf jeden Fall dahin und da kann man sich, glaube ich, auch hinwarpen. Zum Teil zumindest. Wir haben die Brücke von Eldin haben wir repariert, das weiß ich. Und das heißt, wir können uns auch auf die Brücke von Eldin warpen. Das werden wir brauchen. So. Weil von da aus müssen wir jetzt da hoch. Ich spreche nur mit Krogor. Ja? Dass ich da rauskomme. Aber das verlassene Dorf machen wir im nächsten Part. Weil das dauert einen Moment. Ich weiß nicht, ob es ein ganzer Part sein wird. Ich glaube eher weniger. Aber es braucht seine Zeit und die... Ich sag mal, diese... Was ist es? Viertelstunde? Ah, ja, doch, kommt schon hin. Also doch, ein ganzer Part könnte es werden. Will ich jetzt nicht unbedingt an diesem Part noch dranhängen. Ich wollte nämlich nochmal baden. Muss ja auch sauber sein, wenn ich zur Arbeit gehe, ne? Ja, ich muss ja noch zur Arbeit, ne? Zur Nachtschicht. Naja, und mal gucken. Vielleicht nehme ich morgen sogar ein bisschen weiter auf. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal Krogor, wo bist du denn? Mein Freund. Mein goronischer Freund. Mit Steinhaut bedeckt und so. Stirbst du? Es dauert einfach so ewig, bis diese Angriffsanimation kommt, nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Der ist hin. Wir wurden noch nicht einmal getroffen. Das ist gut. So. Aber die weg. Die nerven nämlich. Menschen werden? Mit Krogor reden. Krogor! Ich hoffe, er heißt Krogor. Ich habe noch nicht so drauf geachtet, aber ich meine Krogor doch. Weil Gregor gibt's ja nicht. Beziehungsweise hier in dem Spiel halt. Krogor. So. Auf Stein geklopft. Das Dorf, das du suchst, liegt direkt vor dir. Die Ältesten nennen es auch das vergessene Dorf. Aber pass besser auf. Irgendwie riecht es hier nach Ungeheuern. Es ist eine Meute von hyänenartigen Kreaturen, die sich ab und zu in einem starken Anführer anschließen und Siedlungen überfallen. Ich schätze ungefähr 30... Ach nein, höchstens 20 sind's. Ich vermute, sie waren ein paar heimatlose Halunken, die sich dann in diesem Dorf niedergelassen haben. Na gut, mit den Monstern wirst du sicher fertig, oder? Du musst sie alle erledigen, sonst ist die Person, die das Mädchen gerettet hat, verloren. Und wenn du wissen willst, wie du die Kerle besiegen kannst, schnapp sie dir, bevor sie dich entdecken. Alles klar?
Na klar, ist alles klar. Was? Tja, da sehen wir schon. Das verlorene Dorf. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ja, hinterlasst mir einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und ich sage tschüss und bis denn irgendwann, euer Renchi. Bye!